Und wenn ich morgen zurückkomme, werde ich euch zeigen, wo eure Glaubenssätze und eure Überzeugungen herkommen. Und ich werde euch aufzeigen, warum es so schwierig ist, die Überzeugungen und Glaubenssätze zu verändern, auch wenn man es sich selbst erzählt, das funktioniert nicht so richtig. Und das ist wichtig, denn als Greg sagte, glaubst du, dass du Kraft und Macht hast und du kannst das nicht ausdrücken, werde ich euch den neurologischen Grund geben, warum das schwierig ist. Gott sei Dank. Und dann werde ich euch zeigen, wie leicht es sein kann, die Überzeugung zu ändern. Also gestern haben wir aufgehört und sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Wahrnehmung die Biologie steuert und kontrolliert. Denn so wie wir das Leben sehen, das bestimmt unser Verhalten, kontrolliert und steuert unsere Gene und kann sogar den genetischen Code neu schreiben, das, was wir geerbt haben. Mitgekriegt haben. Aber weil unsere Wahrnehmungen manchmal richtig und manchmal falsch sind, ist es besser, sie als Überzeugungen zu bezeichnen. Und deshalb ist es so, dass die Überzeugungen die Biologie steuern. Du bist kein Opfer deiner Genetik, sondern du hast die Verantwortung dafür, was sich in deinem Leben entfaltet. Gestern haben wir über einzelne Zellen gesprochen und heute werde ich über eine Zellgemeinschaft sprechen. Wenn ihr euch selbst anschaut, seid ihr nicht eine einzelne Identität, eine Einheit, sondern eine Gemeinschaft von 50 Billionen Zellen. Aber es ist wichtig, das Wort Gemeinschaft zu verstehen. Jede Zelle ist intelligent, aber wenn sie in einer Gemeinschaft zusammen sind, dann geben sie ihre persönliche Intelligenz auf und reagieren auf die zentrale Stimme, sodass diese Gemeinschaft eine Sache repräsentiert und darstellt, den Organismus. Und in dieser Gemeinschaft müssen die Zellen der zentralen Stimme folgen und nicht mehr ihrer eigenen. Und wenn die zentrale Stimme sagt, sterben, dann wird die Zelle sterben. Und die zentrale Stimme ist der Geist, Verstand. Und ich werde auch über die Natur, diese zwei Teile des Geistes sprechen, warum es uns manchmal schwerfällt, unsere Gedanken zu kontrollieren und zu steuern. Also wie funktioniert der Geist? Zuerst einmal gibt es Signale aus dem Umfeld, dem inneren und dem äußeren Umfeld. Und die Funktion des Gehirns besteht darin, diese Signale zu empfangen und dann diese Signale zu interpretieren und diese Informationen an die Zellen zu schicken, um das Verhalten und die Genetik zu steuern. Die Funktion des Gehirns ist also Wahrnehmung und von dem erzeugt das der Geist. Wir haben alle schon vom Placebo-Effekt gehört, stimmt's? Der Placebo-Effekt ist, wenn ihr einen sehr positiven Gedanken habt und glaubt, dass euch etwas heilen kann, auch wenn es nur eine Zuckertablette ist, aber ihr glaubt, das sei richtige Medizin und es kann euch heilen und dann tut es das auch. Also hat euch nicht diese Tablette, diese Pille geheilt, sondern der Gedanke hat euch geheilt. Und die Statistik haben gezeigt, dass ein Drittel aller Heilungen und aller Gesundwerdungen quasi einschließlich Operationen durch den Placebo-Effekt geschehen. Das Thema ist, der Placebo-Effekt passiert, wenn man positiv denkt, positive Erwartung. Und heute Vormittag war die Frage, na, wie ist es mit dem Negativen, mit den schlechten Sachen? Und das sagt die Medizin nicht, es gibt auch das negative Denken und das ist der Nocebo-Effekt. Und mit der gleichen Kraft, wie positives Denken euch heilen kann, kann negatives Denken euch umbringen. Und das ist genau der gleiche Effekt, nur einer ist positiver und der andere ist negativer. Während der eine euch heilen kann, kann der andere euch noch kranker machen. Also der Punkt ist, dass dieses negative Denken all diese Wirkungen der Chemotherapie hervorbringen kann. Und überlegt euch mal Folgendes. Wenn der Arzt euch sagt, ihr seid krank oder ihr werdet sterben und ihr glaubt dem Arzt, weil das ist ja jemand, der sich auskennt, dann kann dieser Glaube euch die Krankheit geben und zu eurem Tod führen. Also der Glaube, die Überzeugung wird ein wichtiger Teil der Medizin. Viele von euch haben schon über das Medikament Prozac gehört. In Amerika oder überhaupt werden jedes Jahr $1 Milliarden ausgegeben, um Prozac zu kaufen. Und hier kommt die Überraschung.
dass dieses Prozac nichts Besseres ist als eine Zuckertablette, dass es eigentlich ein Placebo-Medikament ist. Und dennoch, die Menschen, die sie nehmen, glauben so sehr an dieses Medikament, dass sie sich dann besser fühlen. Wenn ihr also glaubt, dass etwas gut ist für euch, dann wird es gut sein. Und wenn ihr glaubt, dass es schlecht ist für euch, dann wird es euch auch schlecht tun. In den Vereinigten Staaten im Süden gibt es eine religiöse Gruppe, die fundamentalistischen, fundamentalen Baptisten. Und diese Gruppe, die arbeiten damit, dass sie sich so in eine religiöse Ekstase bringen. Und sie glauben, dass Gott sie beschützt. Und sie arbeiten und hantieren da mit Schlangen, mit Giftschlangen, auch Klapperschlangen und halten die in den Händen und tanzen damit. Und sie werden sogar manchmal von den Schlangen gebissen und es passiert ihnen nichts. Und schaut euch das an, manche von denen trinken sogar Strychnin in giftiger Dosis und wenn sie in diesem Zustand sind und das glauben, passiert ihnen nichts dadurch. Also Gift buchstäblich trinken kann, also wenn jemand sogar Gift trinken kann, warum machen wir uns so große Gedanken über diese Giftstoffe in der Luft oder in den Lebensmitteln, dass diese Dosen, dass die uns irgendetwas anhaben könnten. Sogar auf den Zigaretten, auf dem Packer steht drauf, das tötet oder das bringt um oder schadet, was alles. Aber auch wenn ich das weiß, trinke ich trotzdem kein Strychnin. Und warum? Denn meine Überzeugung ist nicht so stark wie deren Überzeugung. Würden wir also aufwachsen und mit stärkeren Überzeugungen programmiert werden, wären wir mächtiger, als wir es jetzt sind. Also dieser Glauben und diese Überzeugungen sind wichtig für alles, für unsere Gesundheit, den Alterungsprozess, die Welt, in der wir leben. Das ist ein Bild von den wunderhübschen Damen, die tanzen in den sogenannten Palm Springs Follies. Und ich habe gefragt, was glaubt ihr, ist an diesen Frauen ungewöhnlich? Sie haben Arme, aber die Arme sind so rote Handschuhe und mit dem roten Hintergrund sieht man sie kaum. Was ist ungewöhnlich? Ihr Alter. 75 Jahre alt. Das Altern ist nicht in ihrer Überzeugung, denn sie haben diese Leidenschaft fürs Tanzen. Und diese Leidenschaft erhält sie jung und lebendig und gesund. Aber die meisten von uns sehen andere Menschen alt werden und erwarten, dass wir dann auch so alt werden müssen. Und dann der wichtigere Faktor auch, über den Greg gesprochen hat, diese Überzeugung wird dann ein Teil des Feldes. Ihr könnt also glauben wollen, dass ihr jung bleiben wollt und die Überzeugungen aller um euch herum, die sind dann stärker und kräftiger und dann werdet ihr dadurch alt. Die Frage ist also, wenn wir es fähig sind, wirklich gesund und jung zu bleiben, warum werden wir überhaupt krank? Und eine der wichtigsten Gründe dafür ist Stress. Ich werde euch zeigen, wie Stress funktioniert, zuerst bei Zellen und dann bei Menschen. Ich gebe also Zellen in eine Petrischale und ich teile diese Gruppe in zwei Abteilungen auf. Bei einer Stelle gebe ich Nährstoffe vor die Zelle, bei den anderen Toxine, also Gifte, vor die Zelle. Dann gebe ich die zurück in den Inkubator und komme später zurück, nehme sie raus. Wo glaubt ihr, befinden sich die Zellen nach einiger Zeit in jedem Experiment? Wenn man zurückkommt, wenn es Nährstoffe sind in der Schale, dann bewegen sich die Zellen auf diese Nährstoffe zu, auf diese Signale. Aber wenn Toxine, wenn Giftstoffe in der Schale sind, dann bewegen sich die Zellen weg von diesem negativen Signal und entfernen sich davon. Wenn die Zellen also etwas sehen, das Wachstum bringt, dann bewegen sie sich mit offenen Armen auf dieses Signal zu, um es reinzunehmen. Aber wenn die Zellen Toxine sehen, dann bewegen sie sich vom Signal weg und verschließen sich. Zellen können nicht gleichzeitig offen und geschlossen sein. Zellen können nicht gleichzeitig nach vor und zurück sich bewegen. Die Schlussfolgerung ist, die Zellen können im Wachstum sein oder im Schutzmodus, aber nicht in beiden gleichzeitig. Also die Frage war, ob Bruce glaubt, dass das auch mit den Erwartungen des Wissenschaftlers zu tun hat, wie sich die Zellen bewegen zu den Toxinen oder Nährstoffen. Ja. Aber wenn man die Experimente auch ohne Erwartungen macht, dann sind die Ergebnisse unabhängig von dem Wissenschaftler selbst. Das ist eine sehr gute Frage und ich möchte auch sagen, warum. Wenn Forschungen über Medikamente von der Pharmafirma ausgeführt werden, dann wird das 4- oder 5-mal mehr zugunsten der Firma stattfinden, als wenn die gleiche Forschung von unabhängigen Menschen gemacht wird.
In dem Prozess ist auch der Wissenschaftler sehr wichtig. Also es ist so, Zellen können nicht gleichzeitig in beide Richtungen sich bewegen. Sie sind entweder im Wachstum oder im Schutz. Zusammenfassend, die Zellen, wenn sie im Wachstum sind, dann bewegen sie sich zum Wachstum, also sie werden angezogen von positiven Signalen. Also von negativen Signalen gehen die Zellen weg, sie werden davon abgestoßen. Aber es gibt Signale, die sind weder positiv noch negativ, die nenne ich so Aufzugsmusik. Also wenn man in einen Lift steigt und da plätschert so Musik vor sich hin, da tanzt man nicht unbedingt mit, aber es macht einen auch nicht krank. Aber das Gleiche findet im Menschen statt. Der Geist nimmt die Umwelt wahr. Und wenn er etwas sieht, von dem er glaubt, dass das bedrohlich ist, dann schickt er ein Signal an die Zellen und dieses Signal besagt, diese Umwelt ist nicht unterstützend. Und dieses System heißt, also die Hypothalamus-Zirbeldrüse-Nebennierenachse. Der Hypothalamus ist der Teil des Gehirns, der die Wahrnehmung steuert und kontrolliert. Wenn der Hypothalamus Stress sieht, dann möchte er dem ganzen Körper mitteilen, da ist was los. Also dann schickt er ein Signal, das war nicht die Zirbeldrüse, Entschuldigung, sondern es war die Hypophyse, schickt ein Signal an die Hypophyse und das ist die Meisterdrüse. Und diese Drüse schickt dann Signale an 50 Billionen Zellen. Aber wenn es eine Bedrohung ist, dann wird das Signal an die Nebennieren geschickt und das herkömmliche Verständnis der Nebennieren ist entweder Kämpfen oder Flucht. Und dann setzen diese Nebennieren Stresshormone in den Körper frei. Und das Erste, was die Stresshormone machen, und hier zitiere ich ein Physiologielehrbuch, die Stresshormone bewirken, dass das Blut vornehmlich in die Arme und in die Beine geht. Und warum diese Präferenz, diese Vorliebe für Arme und Beine? Entweder weglaufen oder kämpfen. Aber es geht etwas verloren, wenn ich so sage. Wenn das Blut dann vornehmlich in die Arme oder Beine geht, wo war es vorher, bevor es dorthin ging? Es war in den Eingeweiden, den inneren Organen. Und was ist die Funktion der Eingeweide? Growth, health, Gesundheit. Die Logik sagt uns, wenn das Blut also diesen Bereich, die Eingeweide, diese inneren Organe verlässt, was passiert dann mit dieser Fähigkeit, gesund zu bleiben und zu wachsen? Die geht zurück und der Grund ist, wenn man im Schutzmodus ist, dann wird das Wachstum abgeschaltet. So wie bei der einzelnen Zelle ist es beim ganzen Körper auch so. Er ist im Wachstums- oder im Schutzmodus, aber nicht in beiden Zuständen gleichzeitig. Manche Menschen assoziieren mit Wachstum, dass ein Baby erwachsen wird. Aber jeder muss wachsen, auch jeden Tag. Auch wenn man 100 Jahre alt ist, jeden Tag muss man wachsen. Und der Grund ist, dass jeden Tag auch Millionen Zellen sterben, zum Beispiel diese innere Schicht der Gedärme, die werden alle 3 Tage erneuert. Deshalb ist Chemotherapie auch sehr giftig und toxisch, weil die Chemotherapie verhindert, dass Zellen sich teilen, egal ob normale oder Krebszellen. Und deshalb haben Menschen, die Chemotherapie haben, eben Verdauungsprobleme, die Haare fallen aus und wachsen nicht nach und auch die Haut macht Probleme. Wenn ihr also täglich viel mit Stress ausgesetzt seid, dann gebt ihr viele Hormone in euren Körper rein, die dem Körper in diesen Kampf- oder Fluchtzustand bringen. Und deshalb wird man auch leichter krank, wenn man unter Stress ist, weil die Zellen nicht in dem normalen Geschwindigkeit, in der Rate ersetzt werden. Es gibt noch eine andere wichtige Wirkung bei Stress. Also wenn die Hormone vom Hypothalamus über die Hypophyse zu den Nebennieren gehen, dann werden diese Stresshormone freigesetzt. Und wie vorhin gesagt, durch diese Hormone, durch den Stress geht das Blut in die Peripherie und diese Stresshormone bringen die Blutgefäße dazu, sich ganz fest zu verschließen und dadurch wird das Blut so rausgepresst in die Peripherie. Und die Funktion ist, dass die Stresshormone den Körper dazu bringen, die Körperenergie so zu machen, dass entweder weggelaufen wird oder gekämpft wird. Und so bewirken die Stresshormone, dass Funktionen abgeschaltet werden, die in diesen Kämpfen oder Flucht nicht gebraucht werden. Eines der wichtigsten Verwendungen, wo es Energie braucht im Körper, das ist das Immunsystem. Und überlegt euch das mal logisch.
Also nehmen wir an, ihr habt eine bakterielle Infektion und ihr habt Durchfall. Und ein Löwe läuft euch hinterher. Wie viel Energie solltet ihr aufwenden, um gegen diese Infektion innen anzukämpfen? Und wie viel Energie solltet ihr aufbringen, um vom Löwen davon zu laufen? Das Immunsystem könnt ihr vergessen, denn wenn euch in dem Fall der Löwe auffrisst, hat er das Problem mit den Bakterien. Das Thema ist also folgendes: Die Stresshormone schalten das Immunsystem ab. Und die Bedeutung dafür ist, und das ist wichtig, also das ist jetzt wichtig. Jeder von euch ist jetzt infiziert mit allen möglichen Viren und Bakterien und Parasiten, die es überhaupt nur für Menschen geben kann. Würde ich jetzt einen Bluttest von euch machen, könnte ich euch das zeigen und nachweisen, was in euch alles so drinnen herumschwirrt. Und ihr könnt euch sagen, ja, wenn ich da infiziert bin, warum bin ich nicht krank? Denn wenn euer Immunsystem richtig funktioniert, dann unterdrückt das all diese Parasiten und diese Bakteriendinger. Aber in dem Augenblick, wo ihr das Immunsystem abschaltet, fangen diese Organismen wieder an zu wachsen. Also diese Vorstellung, dass man sich eine Krankheit einfängt oder sich ansteckt, ist nicht so richtig. Man hat sie bereits. Und in der Medizin heißen diese Parasiten und diese Keime opportunistische Organismen. Wenn ihr also unter Stress seid und das Immunsystem abschaltet, dann macht ihr es opportun für diese Organismen und gebt ihnen die Gelegenheit, dass sie sich entfalten. Und wenn wir diese Krankheiten haben, gehen wir zum Arzt, damit er uns Medikamente gibt, um diese Keime und Bakterien abzutöten. Und das ist sehr hilfreich, wenn die Krankheit schnell fortschreitet. Aber das war von Anfang an ja gar nicht das Problem. Das Problem war der Stress, der das Immunsystem abgeschaltet hat. Um Heilung zu kriegen, es ist okay, die Krankheit zu behandeln, aber auch den Stress behandeln. Wir haben also zwei Probleme mit dem Stress. Es schaltet das Wachstum ab und es schaltet das Immunsystem ab. Also das dritte Problem ist, dass Stress noch mehr Stress macht. Wenn ihr in diesem Kampf- oder Fluchtmodus seid, setzt ihr da den Verstand ein und überlegt Sachen oder ist es ein Reflexverhalten? Ja, also Reflexverhalten. Also die Stresshormone, wie vorhin erwähnt, habe ich gesagt, die pressen das Blut aus den Eingeweiden so raus, dass es in die Peripherie geht. Wenn die Stresshormone in den Körper kommen, gehen sie auch ins Gehirn und sie pressen diese Blutgefäße im vorderen Gehirn zusammen, da wo das Blut, wo das Bewusstsein ist, damit da mehr Blut hineingepresst wird nach hinten für das Reflexverhalten. Das bedeutet, wenn ihr unter Stress seid, seid ihr weniger intelligent. Und für ein Beispiel gebe ich euch die Amerikaner. Und der Grund ist, die Regierung weiß das. Und seit dem 11. September, die Regierung weiß das, kommt in den Medien, in den Zeitungen, überall Angst und Gefahr und Bedrohung und Stress eben. Und die Bedeutung davon ist, dass seit dem 11. September die Pharmafirmen jedes Jahr 20% mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht haben. Also in diesen 5 Jahren 100% hat sich das verdoppelt. Und es ist wichtig zu wissen, dass Stress viele Dinge beeinflusst und dass es das Leben einfach abschaltet. In dem nächsten Bild, und die Menschen sowie die Zellen, die bewegen sich zu diesen positiven, anziehenden Signalen und die Menschen bewegen sich weg, also werden abgestoßen von Angst und machen Schutzsignale. Wenn ihr in die Plusrichtung geht, seid ihr im Wachstum. Und in der anderen Richtung ist es Schutz. Und manche Dinge in der Welt sind so wie diese Aufzugsmusik, weder noch so, egal. Es ist jetzt demonstriert worden, dass die Liebe das größte Wachstumssignal der Welt ist. For example, in Yugoslavia, where they have orphanages, who was the leader of Yugoslavia? I think, don't you mean Romania? Romania. Yeah. Oh, Romania. Yeah go ahead with it. Ceausescu was the leader. Yeah. Also die Leute konnten es sich nicht leisten, ihre Kinder großzuziehen und gaben sie in die Waisenhäuser.
Und dort kriegten sie zu essen, wurden gekleidet, also konnten drinnen, waren geschützt, gelebt. Sie haben alles zum Leben gekriegt, so äußerlich, außer Liebe. Und ungefähr 40% dieser Kinder sind autistisch geworden. Und was ist Autismus? Das Kind verschließt sich vor der Welt. Es ist im Schutz und schottet sich ab von der Welt. Und alle Parameter von Gesundheit und von Intelligenz in diesen Kindern waren sehr stark unterdrückt. Die haben alles gekriegt, außer Liebe. Das Thema ist, wenn wir in dieser Richtung sind, in der Angst und im Schutz, dann wird Wachstum abgeschaltet und wir werden krank. Wenn wir auf dieser Seite der Skala sind, führt der Schutz zu Erkrankung und Wachstum führt zu Wohlergehen. Und die Frage ist, was führt also zur Erkrankung? Und die Antwort ist Stress. Und hier ist aber das Problem, dass die Menschen nicht erkennen, wenn ich einfach nur den Stress aus meinem Leben entferne, wo bin ich dann auf dieser Skala? Bei Null. Wenn ihr Wohlergehen wollt, dann ist das nicht nur die Abwesenheit von Stress. Ihr braucht nämlich die Freude und die Liebe, um ins Wachstum zu gehen. Also wenn ihr nur in der Mitte seid, seid ihr nicht in wirklicher Gesundheit und im wirklichen Wachstum. Also Stress allein ist nicht das Problem. Was wir brauchen, ist mehr Liebe und Freude und glücklich sein. Und all das gründet sich auf Wahrnehmung, wie man auf die Welt reagiert. Und jetzt die allerwichtigste Frage, wo kommen unsere Wahrnehmungen her? Erstens, die Genetik. Wir haben Instinkte, mit denen wir geboren werden. Man muss einem Kind nicht beibringen, wie es die Hand aus dem heißen Feuer rauszieht. Es gibt auch sehr komplizierte Instinkte. Also jedes Baby, wenn es geboren wird, kann bereits schwimmen. Es kann unter Wasser auf die Welt kommen und kann schon schwimmen wie ein Delfin. Und das wirft eine Frage auf, die ich bald beantworten werde. Wenn wir alle geboren werden mit der Fähigkeit und dem Instinkt zu schwimmen, warum muss man dann Kindern nachher erst beibringen zu schwimmen? Und das hat mit der zweiten Art von Wahrnehmung zu tun. Und das ist unser Unterbewusstsein und dort werden unsere erlernten Gewohnheiten aufgezeichnet und sind dort gespeichert. Also jetzt kann ich gleich über das Schwimmen sprechen. Wenn ein Baby sehr jung ist, dann haben die Eltern Angst, dass das Baby ertrinken könnte. Jedes Mal, wenn das Baby zum Wasser kommt, geht es, das Kind ist beim Wasser. Also egal, wo das Wasser ist, auf der Toilette, im Waschbecken, in der Badewanne oder am Bach, jedes Mal, wenn das Baby ans Wasser kommt, sind die Eltern ganz durcheinander und aus dem Häuschen. Also lernt das Baby, dass Wasser gefährlich ist. Und das Baby hat dann eine Angst vorm Wasser, weil die Eltern diese Angst ausdrücken und das Kind fürchtet sich dann davor. Und wenn das Baby 5 Jahre alt ist, das Kind kriegt so mal einen Badeanzug. Und dann wollen sie das Baby ins Wasser stellen und das Baby klammert sich an den Eltern fest wie ein Kätzchen mit den Krallen. Denn was ist im Geist des Babys? Dass es da jetzt ertrinken wird. Also diese erlernten Gewohnheiten, das erlernte Verhalten kann sich über die Instinkte hinwegsetzen. Die dritte Quelle von Wahrnehmung, also die dritte Quelle, das ist das Bewusstsein, das ist anders als das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein sind erlernte Gewohnheiten und das Bewusstsein, das ist kreatives und schöpferisches Programmieren. Da reden wir über die Genetik, damit wird man geboren, das ist die Natur quasi. Das liegt einem in der Natur, die Hand aus dem Feuer rauszuziehen. Und das Unterbewusstsein, das unterbewusste Verhalten ist erlernt, gründet sich auf Erfahrung und das ist dann die Lebenserfahrung, das Nähren. Und hunderte Jahre fragt sich die Wissenschaft, was ist mächtiger, was ist stärker, die Natur oder die Lebenserfahrung? Und das ist ein sinnloser Streit. Denn was noch mächtiger ist das Bewusstsein. Wenn man bewusst ist, kann man die Instinkte neu schreiben. Und wenn man bewusst wird, kann man auch die Lebenserfahrungen neu schreiben. Und so ist es wichtig zu erkennen, dass das, was wir in unserer Welt nicht genug verwenden und anwenden, das ist das Bewusstsein. Und ich werde kurz dann beschreiben, wie 90, 95 oder noch mehr Prozent unseres Lebens von unserem Unterbewusstsein, von diesen erlernten Verhaltensweisen kontrolliert und gesteuert wird. Die Frage ist in der menschlichen Entwicklung, also welche Umwelt formt die Entwicklung des Fötus? Und der Grund, warum die Umwelt wichtig ist, denn ich habe gezeigt, dass in Gewebskulturen
Ich habe in diesen Kulturen gezeigt, dass das Schicksal der Zelle gesteuert wird durch die Umwelt, in der sie sich befindet. Also ganz gleich, ob es sich nur um eine Zelle handelt oder Milliarden von Zellen in einem Fötus, die Reaktion ist die gleiche. Die Frage ist also, welche Umwelt kontrolliert und steuert die Entwicklung des Fötus? Mama? Genau, also die Umwelt der Mutter formt die Umwelt des Fötus. Wenn eine Frau schwanger ist und zum Gynäkologen geht, stellt der Gynäkologe hauptsächlich drei Fragen. Ernähren Sie sich gut? Nehmen Sie Vitamine und Mineralien zu sich? Und machen Sie Bewegung? Warum nur so wenige Fragen? Und die Antwort ist folgende. Die Medizin glaubt ja, dass der Fötus durch die Gene gesteuert wird, also genetische Bestimmung. Deshalb hat die Entwicklung des Babys mit der Mutter an sich eigentlich nichts zu tun. Deshalb ist die einzige Rolle der Mutter darin, das Baby zu ernähren, es zu füttern. Aber wie wir in der neuen Wissenschaft, in der Epigenetik gesagt haben und festgestellt haben, steuert die Umwelt die Gene. Und überlegt euch das, gibt es im Blut der Mutter noch mehr als nur Nährstoffe, Nahrung? Ja, die Emotionen, die Chemie der Emotionen, die Stresshormone und all diese anderen Stoffe, die den Körper der Mutter steuern und kontrollieren, gehen durch die Plazenta in den Fötus hinein. Wenn die Mutter glücklich ist, dann macht diese Chemie des Glücklichseins auch das Baby glücklich. Wenn die Mutter gestresst oder wütend ist, ist auch das Baby gestresst und wütend. Es ist nicht das Gehirn des Babys, das das kontrollieren und steuert. Es ist die Reaktion und, auf das Blut der Mutter. Also so ungefähr die Hälfte der Schwangerschaft fängt das Gehirn an zu lernen und das Gehirn des Babys lernt nun, daher, dass die emotionalen Muster und das Verhalten der Mutter, das wird vom Baby bereits erlernt, bevor es auf die Welt kommt. Aber der Vater ist da jetzt noch nicht fein raus aus dem Bild. Denn wenn der Vater die Mutter ärgert oder wütend macht oder die Mutter damit unzufrieden ist, dann wird das wieder ins Baby hinein übersetzt. Und jetzt könntet ihr fragen, warum lässt die Natur zu, dass die Mutter das Baby so sehr beeinflusst? Und die Antwort ist, wenn das Baby geboren wird, dann wird es in der Umwelt leben, die die Mutter auch erfährt. Also die Mutter, die Natur der Mutter macht schon ein Anfangsprogramm im Baby und bereitet es vor quasi. Also es bereitet es vor auf die Welt, die da ist, nachdem es geboren wird. Und die Chemie und das Blut der Mutter beeinflusst die Genetik des Kindes. Zum Beispiel die Erfahrungen der Mütter im Zweiten Weltkrieg, da gibt es eine Studie dazu in den Niederlanden. Als es nicht genug Essen gab und die Menschen verhungerten, da wurde diese Mangelernährung der Mutter weitergegeben an das Kind und hat auf das Kind gewirkt, auf die Genetik. Und als das Kind dann groß geworden ist und selbst Babys hatte, wurde dieser Einfluss des Verhungerns an die nächste Generation weitergegeben. In der Wissenschaft nennt man das den Großmuttereffekt, dass die Großmutter zwei Generationen nach vor noch beeinflusst. Also wie gesagt, die Medizin sagt, die Gene, das Baby wird nur von den Genen kontrolliert. Und dass das Nervensystem und das Gehirn erst kurz vor der Geburt richtig funktionieren. Und das ist jetzt bewiesen worden, dass das total falsch ist. Dass das Baby jetzt ist es so, dass also erkannt, dass es ungefähr Hälfte der Schwangerschaft das Baby schon anfängt zu lernen. Wenn der Vater also durch die Bauchdecke mit dem Baby spricht, wird das Baby die Stimme des Vaters lernen. Und wenn das Baby geboren wird und der Vater sagt was, wird das Baby wissen, welches der Vater ist. Und das geht auch mit Musik. Manche Menschen spielen dem Baby Musik vor und es lernt das dann schon vor der Geburt. Jetzt werde ich euch ein Experiment, ein Sonogramm zeigen. Und es ist ein Sonogramm eines Fötus und die Eltern, die Mutter und der Vater, die streiten sich. Es ist in Italienisch. Aber das macht keinen Unterschied. Ein Streit klingt in jeder Sprache gleich. Aber ich möchte, dass ihr eben die Reaktion des Fötus beobachtet. Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi. Non dimenticatelo, perché 9 mesi valgono una vita. Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi. Non dimenticate.
Und das Baby erfährt und erlebt alles, was die Mutter erlebt. Und wenn das Muster sind, dann ist es das, was das Baby lernt. Also wir wurden schon beeinflusst, bevor wir geboren wurden. Die Persönlichkeit in ihren Grundsteinen wurde schon vor der Geburt festgelegt. Es gibt ein neues Buch, das heißt, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, Warum Liebe zählt, von Susan Gerhardt. Sie beschreibt da, wie das Gehirn sich entwickelt und wie unsere Persönlichkeit schon im Alter von 2 Jahren entwickelt ist. Und das ist die Persönlichkeit, die wir den Rest unseres Lebens ausdrücken, außer wir oder bis wir sie verändern. Und ich habe darüber gesprochen, wie die Eltern die Genetik des Kindes beeinflussen. Und ich sage, die Eltern, das sind Genetiker, weil sie die Genetik des Kindes formen. Und ich erzähle das seit 20 Jahren. Schließlich hatte Wissenschaft, das ist ein Artikel von Scientific American, also die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Fürsorge oder die Art der Fürsorge der Mutter die Aktivität der Gene des Kindes beeinflusst. Und das gibt den Eltern sehr viel Verantwortung, Dinge, die wir gar nicht gewusst haben. Denn wir haben immer gesagt, ja, die Gene, die machen doch die Biologie. Aber nein, es ist die Umwelt, die die Biologie macht. Okay. Also die Frage war, es ist sehr viel in den Nachrichten und auch weltweit, dass Autismus bei Kindern zunimmt oder auch Lernschwächen. Und sie kann jetzt sehen, wie das alles zusammenhängt. Und die Frage ist, kann das umgekehrt werden? Kann das jetzt vermieden werden oder verbessert, was immer? Also ich werde 2 Antworten machen. Erstens, ja, es gibt richtig eine epidemische Zunahme von Autismus. Aber das ist nicht alles, hat nicht alles mit negativer Umwelt zu tun. Also es ist nicht alles die Schuld der Eltern. Das ist ein Einfluss des Feldes. Und ein Einfluss von dessen, was geglaubt und überzeugt wird, zum Beispiel Impfungen. Und es kann auch einen Einfluss geben aus der spirituellen Welt, was aus der spirituellen Welt reinkommt. Die Frage ist, kann man was dagegen tun? Und die Antwort ist ja. Eines der wichtigsten Dinge ist, wenn man früh draufkommt, und jetzt könnte man fragen, ja, wie weiß man früh, wie stellt man das fest? Und das bringt auch ein wichtiges Thema zur Sprache, das ich noch weiter ausführen werde. Wenn ein Baby geboren wird, dann hat es diesen Instinkt, das Gesicht der Eltern innerhalb der ersten Tage nach der Geburt zu lernen und sich zu merken. Und ihr werdet sehen, wenn die Mutter oder der Vater das Baby halten, dann starrt das Baby richtig auf das Gesicht. Und innerhalb ein paar Wochen, so 3-4 Wochen, kann das Baby unterscheiden, indem es auf die Augen der Eltern schaut, ob die Eltern glücklich sind, ob sie Angst haben oder ob sie unglücklich sind. Und es gibt einen sehr wichtigen Grund, warum das Baby das macht. Denn wenn ein Baby geboren wird, ist alles für das Kind neu in der Welt. Und der Instinkt des Babys, wenn es auf etwas Neues trifft, ist, dass es sich umwendet und auf das Gesicht der Eltern schaut. Und wenn die Eltern den Eindruck machen, nein, dann wird das Baby sofort lernen, ja, das ist gefährlich, da sollte ich mich nicht nähern, das ist nichts für mich einfach, es lernt das durch den Blick ins Gesicht der Eltern. Und wenn das Baby aufs Gesicht der Eltern schaut und die Vater und Mutter sind glücklich, wenn das Kind auf was Neues blickt, dann weiß das Baby sofort, die Wahrnehmung ist, was immer das auch sein mag, das ist nicht schlecht. Und ihr kennt das vielleicht auch nicht nur bei Babys, wenn ein Kind auf dem Spielplatz ist und irgendwie von der Rutsche oder Schaukel fällt oder so, dann schaut das Kind auf die Eltern. Und wenn die Eltern ganz im Schock sind, dann fängt das Kind an zu weinen. Und wenn das Kind auf die Eltern schaut und die Eltern, ja, ja, ist schon gut, dann steht das Kind auf, alles ist gut und es spielt weiter. Also wichtig ist, ein Kind lernt über die Welt und die Umwelt dadurch, dass es das Gesicht und die Augen der Eltern studiert. Und was ist anders bei einem autistischen Kind? Es schaut nicht in das Gesicht oder in die Augen der Eltern. Es schaut vielleicht auf den Mund, aber dann ergeben die Signale keinen Sinn. Es gibt ein Buch, das heißt Anhaftung, Verbindung, falls es auf Deutsch gibt. Und das ist von einer Frau namens Katie Granjew. Und sie beschreibt, wie ein Waisenkind, ein Baby, also autistisch war und nicht in das Gesicht der Leute, der Bezugsperson geschaut hat.
Und die Bezugsperson hat das Baby mit der Flasche gefüttert, aber wenn das Baby dabei nicht in die Augen der Bezugsperson geschaut hat, hat sie die Flasche wieder weggenommen. Und sehr bald hat das Baby dann gelernt, dass es Essen kriegt, indem es in die Augen auf die Augen der Bezugsperson schaut. Und das Baby wuchs dann auf und wurde nicht autistisch. Und das ist ein Problem eben mit den Eltern, weil die meisten Eltern nicht wissen, welche wichtige Kommunikation da stattfindet. Also achten Sie auch nicht darauf, wenn das Kind nach Informationen im Gesicht der Eltern sucht. Und das greift dann ein in diesen Lerninstinkt. Und wenn die Eltern dem keine Beachtung schenken, dann fängt das Kind an, irgendwo anders nach Informationen zu suchen. Und dann verliert es seinen Fokus und die Aufmerksamkeit. Und das führt dann zu dieser Aufmerksamkeitsdefiziterkrankung. Also die Frage war die verschiedenen Einflüsse, Impfungen und vielleicht auch die spirituelle Welt aus der spirituellen Welt. Und die Frage war, was bedeutet oder was meint Bruce jetzt mit der spirituellen Welt? Also um mal ganz schnell zu sagen, ich glaube, er glaubt ja nicht an die spirituelle Welt. Ich habe das verstanden eben durch das Studium der Zelle und ich hatte keine Ahnung von der spirituellen Welt. Deshalb war ich ja Wissenschaftler geworden, weil das ein Mechanismus, wo die spirituelle Welt keine Rolle spielt. Und es war eben die Frage, wie der Wissenschaftler selbst das Experiment beeinflusst. Und durch diese Frage bin ich draufgekommen, auch mich mit der spirituellen Welt zu beschäftigen und wie das zusammenhängt. Und am Nachmittag werden wir mehr darüber hören. Also später. Also das ist eine neue Buchbesprechung aus dem Magazin Science und es beschäftigt sich damit, wo die Muster von Krankheit herkommen. Und ich werde das vergrößern. Und da steht, in Umweltprozesse beeinflussen die Verbreitung von Krankheiten im Erwachsenenalter, aber die operieren während der um die Zeugung geschehenden Phasen des Lebens, der fötalen Phase und der Kindheitsphase des Lebens. Also all diese Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und all diese Zivilisationserkrankungen quasi, die sind alle Wurzeln in diesen ganz frühen Stadien um die Zeugung herum in der fötalen und der Kindheitsphase. Okay. Thank you. Danke. Also das ist ein Experiment aus Japan, wo der Mutter, bevor sie das Baby hatte, die hatte so ein Computerprogramm gelernt. Und man hatte der Mutter, der Schimpansenmutter, gesagt, wie sie den Computer einschaltet und dann sind so japanische Schriftzeichen für Farben aufgetaucht. Und unten am Bildschirm war so ein Farbbalken. Und wenn die Mutter die richtige Farbe ausgewählt hatte, die dem Stiftzeichen entspricht, kam eine Münze aus dem Computer raus. Und die Mutter konnte mit der Münze dann zu einem Automaten gehen und dann kam was Süßes, was Leckeres raus für sie. Es brauchte viele, viele Monate, um der Mutter das beizubringen. Dann kam ein kleines Schimpansenbaby auf die Welt. Und das Baby war so klein, das konnte noch nicht richtig gehen. Und die Mutter machte ihre Experimente. Und eines Tages kommt eben die Münze raus, die Mutter geht zum Automaten und lässt das Baby sitzen. Und das Baby schleppt sich so, krabbelt zum Computer hin, schaltet ihn ein, die Schrift kommt, das Baby wählt die Farbe aus und holt sich die Münze. Und die Wissenschaftler waren geschockt. Wer hat dem Baby das beigebracht? Die Antwort ist sehr wichtig. Das heißt nämlich, das lässt vermuten, dass Kinder solche Fähigkeiten einfach durch Beobachten erlernen, ohne dass es ihnen die Eltern gezielt beibringen. Und das ist genau das, was uns als Kinder auch passiert. Und das ist ein sehr interessanter Bezug zu dem, wie das Gehirn funktioniert. In der Hirnforschung studiert man eben das sogenannte EEG, also die Wellen des Gehirns, die Schwingungen. Als Erwachsene haben wir ständig sehr hohe und sehr tiefe Reichweiten von Aktivitäten. Aber in unserer Entwicklung bewegen wir uns von der niedrigen zur höheren und zur nächsthöheren mit der Zeit allmählich hin. In den ersten 2 Jahren von vor der Geburt bis zum Alter von 2 Jahren sind wir in der niedrigsten Frequenz in Delta. Für einen Erwachsenen wäre Delta so wie Schlafen oder Unbewusstsein, also bewusstlos sein. Und das Kind ist nicht bewusstlos, denn es kann keine Reaktion machen. Das Kind ist so wie hinter einer Fensterscheibe und es kann die Welt zwar beobachten, aber es kann nichts machen.
Von 2 bis 6 kommt die höhere Aktivität namens Theta. Wenn wir im Theta-Zustand sind, das ist so wie die Vorstellungskraft, die Fantasie. Das ist der Grund, warum die Kinder in diesem Alter in ihrem Spielen die echte Welt mit der Vorstellungswelt, mit der Fantasiewelt mischen. Und wenn im Alter von 6 bis 12 beginnt eine neue Ebene, die Alpha-Ebene, und das ist ruhiges Bewusstsein, also ist man ganz ruhig. Und ab dem Alter von 12 kann das Kind alle Wellen ausdrücken, nämlich Delta, Theta, Alpha und Beta. Und Beta ist so, wenn man aufmerksam ist, zum Beispiel Schul-Klassenzimmer-Zustand. Der wichtigste Punkt, und das Wichtige ist, das Bewusstsein, so wie wir Bewusstsein denken, steht dem Kind erst ab dem Alter von 6 Jahren zur Verfügung. Die ersten 6 Jahre sind der programmierbare Zustand. Das Wichtige ist, dieser niedrige Zustand heißt die hypnagogische Trance. Wenn ich euch hypnotisieren wollte, dann müsste ich euch von höheren Ebenen in die niedrigeren Ebenen bringen. Dann kann ich Informationen in das Unterbewusstsein reingeben, das hier ist. Und das ist ein wichtiger Grund für diese Altersperiode. Und das ist auch die Periode der kulturellen Integration, wo man Teil der Kultur wird. Ein Kind muss tausende und tausende Fakten darüber lernen, wie es in die Familie, in die Gesellschaft hineinpasst. Und deshalb gibt die Natur dem Kind nicht das Bewusstsein, neue Dinge selbst zu erschaffen, sondern nur den Zustand, dass es Fakten und Dinge runterladet und programmiert wird. Man kennt diesen Spruch von den Jesuiten, die sagen, gib mir ein Kind bis zum Alter von 6 Jahren und es wird ein Leben lang der Kirche gehören. Denn was immer bis zum Alter von 6 Jahren reingeht, das ist die erste Struktur des Unterbewusstseins. Das Kind ist in einem ständigen Zustand von Superlearning. Ein Kind zwischen 0 und 3 Jahren kann gleichzeitig 3 Sprachen lernen. Aber nach dieser Periode, wenn man versucht, dem Kind nur eine neue Sprache beizubringen, ist es schwierig. Und diese Zeitperiode in uns ist die Zeit, wo wir die grundlegenden Beziehungen über Familie, Beziehungen, Umgang miteinander und so weiter lernen. Also wie beim Schimpansenbaby, alles, was das Baby sieht, hört, von der Familie erlebt, das geht sofort ins Unterbewusstsein. Und das ist auch die Zeitperiode, wo wir die Selbstidentität lernen, wer wir sind, was die Eltern uns sagen, zu dem werden wir. Wenn die Eltern uns sagen, wir sind klug und gescheit und liebevoll und toll und wunderbar, dann geht das in unser Programm. Aber wenn uns gesagt wird, dass wir nicht nett und nicht lieb sind und nicht gescheit sind und nicht gut sind und nicht klug sind und alles, dann geht das in das Programm hinein. Wenn ein Kind in einem Geschäft einen Tanz aufführt, weil es ein Spielzeug möchte, und die Eltern sagen dann, du verdienst dieses Spielzeug nicht, dann ist das das Programm, ich verdiene es nicht. Aber wenn das einmal im Unterbewusstsein ist, dann wird das aufgezeichnet und gespeichert wie auf einem Kassettenrekorder. Für den Rest des Lebens spielt dann das Unterbewusstsein diese Platte ab. Ich verdiene es nicht, ich verdiene es nicht. Also die Programme, die wir in den ersten 6 Jahren erworben haben, die formen das, wie wir den Rest unseres Lebens leben. Aber das passiert alles unterhalb des Bewusstseins. Und ihr könnt vielleicht gar nicht wissen, welche Programme ihr erhalten habt, denn in dieser Zeitperiode wart ihr ja gar nicht bewusst. Aber die meisten von uns, wir alle haben Programme gekriegt von nicht gut genug, also nicht das Beste, was wir sein könnten. Jetzt kommt der nächste Teil. Der Mind, der Geist, hat 2 Teile. Das Unterbewusstsein, das ist so das ursprüngliche Gehirn. Und das Unterbewusstsein kann 40 Millionen Bits, also Daten aus der Umwelt, pro Sekunde verarbeiten. Und dieser Geist, das Unterbewusstsein, ist sehr stark und sehr schnell. Aber es ist total gewohnheitsorientiert. Es ist eine Gewohnheit. Es ist nicht kreativ oder schöpferisch. Es kann nur das abspielen und wiedergeben, was es gelernt hat. In der Evolution macht dieser präfrontale Kortex, das Vorderhirn, das bewirkt das Bewusstsein, da kommt das Bewusstsein her. Das ist nur ein kleiner Teil des Gehirns, der Bewusstsein ist. Also das Bewusstsein, das ist eine Zusatzfunktion. Und die meisten Menschen nehmen diese Funktion und diese Option auch gar nicht wahr. Und ihr könnt sehen, das kann nur ungefähr 40 Bits pro Sekunde an Daten verarbeiten. Und das Unterbewusstsein funktioniert millionenmal schneller.
Das Unterbewusstsein ist schnell und das Bewusstsein ist langsam im Verarbeiten. Deshalb ist es so, wenn ihr in Stress oder in einer Notsituation seid, dann macht ihr das aus dem Unterbewusstsein heraus, denn da könnt ihr schnell reagieren. Und interessant ist eben auch wichtig, dass das Unterbewusstsein gewohnheitsorientiert ist und das Bewusstsein, das ist kreativ und kann auch den freien Willen ausdrücken. Um euch eine Vorstellung darüber zu geben, über den Unterschied zwischen 40 Millionen und 40 Bits pro Sekunde, zeige ich euch ein Bild. Und stellt euch vor, dieses Bild hat 40 Millionen Pixels und ein Pixel ist ein Nerv, der ins Unterbewusstsein geht. Also wenn das Unterbewusstsein ist, wie viel von dem Bild sieht dann das Bewusstsein? So viel. Das sind die 40 Pixel oder die 40 Bits. Und das Bewusstsein ist sich nur so wenig bewusst und das Unterbewusstsein kann all die andere Information mit aufnehmen. Das Unterbewusstsein kann alles in eurem ganzen Körper kontrollieren. Also früher hat man gesagt, in unserem Körper gibt es unwillkürlich, also nicht kontrollierbare Teile. Jetzt wissen wir, dass das nicht stimmt. Also das Bewusstsein kann alles kontrollieren. Wir wissen, dass Yogis sogar ihren Herzschlag, ihre Atmung und sogar ihre Körpertemperatur bewusst kontrollieren und steuern können. Während das Bewusstsein eben nur wenige Dinge tun kann, kann das Unterbewusstsein Tausende auf einmal machen gleichzeitig. In letzter Zeit sprechen die Wissenschaftler auch darüber, wie das Unterbewusstsein euer Leben formt, eure Entscheidungen. Und da heißt es, gemäß kognitiven Neurowissenschaftlern sind wir uns nur über ungefähr 5% unserer kognitiven Aktivität bewusst. Also 5% ist schon hoch angesetzt. Sie sagen, dass bei den meisten Menschen ist es nur 1%, das wirklich aus ihrem Bewusstsein geregelt wird am Tag. Also jeden Tag erschafft ihr aus eurem Bewusstsein, aus eurem eigenen Willen heraus nur ungefähr 1% dessen, was so im Laufe eines Tages abläuft. Deshalb kommen 95-99% eures Lebens von euren Programmierungen aus dem Unterbewusstsein. Vielleicht wart ihr das Kind im Geschäft und wolltet was und die Eltern haben gesagt, das verdienst du nicht. Und 95% des Tages sabotiert ihr dann euer eigenes Leben, um ja sicher zu gehen, dass ihr es nicht verdient. Und der Grund ist, weil die Aufgabe des Unterbewusstseins darin besteht, Realität aus der Programmierung zu erschaffen. Wenn ihr also negative Programmierungen habt, dann macht ihr 95% des Tages programmiert und setzt ihr diese negativen Programme um. Und hier kommt das Problem, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein arbeiten zusammen. Alles, worauf sich das Bewusstsein fokussiert, kann es kontrollieren. Aber worauf sich das Bewusstsein nicht fokussiert, das wird vom Unterbewusstsein kontrolliert. Die meiste Zeit des Tages denken wir über die Zukunft oder über die Vergangenheit nach. Das mit dem Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein also auf das Jetzt und das Hier und Jetzt nicht achtet, dann wird alles, was ihr im Laufe des Tages so macht, von eurem eingebauten Programm organisiert. Aber das Problem ist, weil das Bewusstsein nicht darauf achtet, sieht er auch gar nicht dieses Programm, das vom Unterbewusstsein abgespielt wird. Ich werde ein Beispiel geben. Als ihr zum ersten Mal mit dem Führerschein ins Auto gestiegen seid, wusstet ihr nicht wirklich, wie man Auto fährt. Also wart ihr euch sehr bewusst über alles, habt auf alles geachtet und alles gesehen, wo ihr hingefahren seid. Aber jetzt fahrt ihr schon 10, 15 Jahre und ihr seid vielleicht so wie ich. Ich kann einen Passagier haben im Auto. Und mein Bewusstsein ist im Gespräch mit der Person. Und ich fahre 10 Minuten dahin und dann schaue ich beim Fenster raus. Und dann wird mir klar, die letzten 10 Minuten habe ich gar nicht aufgepasst. No. Hat das sonst noch jemand? Die Lektion ist, wenn ich sagen würde, beschreibe dein Fahrverhalten in diesen 10 Minuten, dann würde er sagen, weiß ich nicht, ich habe nicht hingeschaut. Und das ist auf alle unsere täglichen Aktivitäten anwendbar. Ich werde noch ein Beispiel geben. Wenn ihr jemanden kennt und die Eltern von der Person und ihr seht, der Mensch verhält sich genauso wie seine Eltern und dann sagt ihr zu eurer Freundin, Maria, du bist genau wie deine Mutter. Und dann wird Maria sagen, was, bist du verrückt geworden? Warum sieht Maria nicht, dass sie wie ihre Mutter ist?
Denn als sie dieses Verhalten gespielt hat, hat sie nicht darauf geachtet. Das sieht sie gar nicht und erkennt gar nicht, dass sie das Verhalten ausdrückt und spielt, wie ihre Mutter sie programmiert hat. Den Großteil des Tages spielt ihr also nicht Programme aus, die ihr persönlich haben wollt, sondern solche, die ihr von anderen Menschen gekriegt habt. Aber ihr habt die Programme von den anderen gar nicht gesehen. Und wenn euer Leben da nicht funktioniert, dann sagt ihr, das Universum unterstützt mich nicht. Und die Wahrheit ist, euer eigenes unsichtbares Verhalten hat euch sabotiert. Und manche Leute sagen, ja, vielleicht probiere ich es mit positivem Denken. Welches Bewusstsein macht das positive Denken? Bewusstes oder Unterbewusstes? Das Bewusstsein, das mit 5% am Tag nur arbeitet und nur mit 40, mit dem 40-Bit-Prozessor. Und wenn ihr euer Bewusstsein macht, achtet ihr drauf, wer macht die Show hier? Und das ist das Unterbewusstsein, und zwar 95% des Tages mit dem 40-Millionen-Bit-Prozessor. Funktioniert positives Denken? Also grundlegende Mathematik. Und es läuft darauf hinaus, es ist sehr schwierig, einen kleinen Prozessor zu nehmen und damit diesen riesigen Prozessor überdecken zu wollen. Und ihr müsst wirklich Willenskraft mit der Betonung auf Kraft verwenden, um das zu überwinden. Und hier kommt das zweite Problem. Das Unterbewusstsein ist so wie ein Kassettenrekorder, ein Aufnahmegerät. Es nimmt eine Erfahrung auf und wenn man an den Knopf drückt, dann gibt es die Erfahrung wieder. Man sagt hier auch manchmal, der drückt meine Knöpfe. Jemand drückt einem die Knöpfe. Das ist so wie auf dem Kassettenrekorder auf Play drücken und dann läuft das Band ab. Und dann nehmen wir unser Bewusstsein und wollen mit dem Unterbewusstsein sprechen, um das Programm zu verändern. Und überlegt euch das mal so. Ihr habt einen Kassettenrekorder und ich gebe euch eine Kassette mit einem Programm. Und ihr gebt die Kassette rein und drückt auf Play. Und das Programm läuft und ihr sagt, nein, das Programm gefällt mir nicht. Dann geht ihr zum Kassettenrekorder und sagt, veränder das Programm, veränder das Programm. Wie viel Anschreien wird ausreichen, damit der Kassettenrekorder dieses Abspielen ändert? Zuerst reden wir freundlich, dann werden wir ärgerlich, dann schreien wir ihn an, dann bitten wir Gott, bitte die Kassette zu ändern. Das Thema ist, es ist so, dass Band, die Kassette wird sich nicht ändern, indem wir das alles machen. Aber es gibt Wege, das Programm zu ändern, wenn man weiß, wie man den Aufnahmeknopf drückt. Ich werde nur drei Wege erwähnen, wie ihr euer Leben kontrollieren und steuern könnt. Das erste ist die buddhistische Achtsamkeit. Und was das bedeutet ist, wenn ihr bewusst seid und achtsam und darauf achtet, dann spielt ihr das Band gar nicht. Und ich kann mir gut vorstellen und bin mir sicher, alle in eurem Leben habt das irgendwann schon mal erlebt, wo ihr das gemacht habt und das war eine ganz besondere Zeit im Leben. Das war der Tag, an dem ihr euren besonderen Partner oder an dem Tag, an dem ihr euch verliebt habt in jemand Besonderen. Wenn ihr euch erinnert an die Zeit, wo ihr eure wirklich erste große Liebesaffäre-Beziehung hattet, dann kann ich garantieren, dass ihr da glücklicher und gesünder wart als je vorher. Und ich nenne das die Flitterwochenperiode. Warum war da euer Leben und eure Flitterwochen so schön? Ich werde ein Beispiel geben. An dem Tag, bevor ihr die Person kennengelernt habt, wie lange habt ihr gebraucht, um euch anzuziehen? Man zieht irgendwas an, geht raus. Wie lange braucht ihr, um euer Abendessen einzunehmen? Ein paar Minuten und dann mit dem Ärmel über den Mund und geht schon. Aber heute lernt ihr eure große spezielle Liebe kennen. Ihr wollt mit der Person ausgehen. Wie lange braucht ihr, bis ihr euch zurecht? Vielleicht eine Stunde oder mehr. Und dann geht ihr zum Essen und ich bin mir sicher, ihr erinnert euch an jede Verhaltens- und Benimmregel. Ihr verwendet die richtige Gabel und den richtigen Löffel und die Serviette, um das so schön abzutupfen. Und ihr redet auch nicht mit vollem und offenem Mund. Was war an dem Tag anders als am Tag vorher? Ihr habt auf euch selbst geachtet und euch beobachtet. Ihr habt nicht zugelassen, dass das automatische Programm abläuft. Ihr habt bewusst alles gesteuert und kontrolliert. Und denn ihr wolltet dieser speziellen Person wirklich zeigen, wer ihr wirklich seid. Und so habt ihr euch bemüht, auf euch zu achten. Also beide Partner sind am besten, wie sie je nur sein konnten. Und Liebe ist überall und der Himmel hängt voller Geigen. Und dann vergeht die Zeit
Und dann kommt das Leben wieder her und ihr fängt an, beschäftigt zu werden und euer Geist fängt an, an den Beruf, an die Welt, was immer zu denken. Wenn ihr also mit eurem Bewusstsein an irgendwas denkt, womit geht dann euer Verhalten? Mit dem Unterbewusstsein. Wessen Programme sind im Unterbewusstsein? Der eigenen oder von wem anderen? Der Freund, Freundin kommt und stellt euch eine liebevolle Frage und euer Bewusstsein, euer Geist denkt an irgendwas und dann antwortet ihr auf die Frage wie eure Eltern. Und der Person schaut euch an und sagt, wie benimmst du dich überhaupt? Habt ihr selbst die Reaktion gesehen, ja oder nein? Und ihr sagt, wovon sprichst du? Und dann fangen die Streitigkeiten an. Denn jetzt kommuniziert ihr als andere Person. Ihr kommuniziert nicht als die Person, die ihr glaubt, in eurem Bewusstsein zu sein. Wenn ihr das Kind im Geschäft war mit 6 Jahren, ihr habt gehört, du verdienst es nicht. Und dann seid ihr in einem kleinen Raum, macht euren kleinen Job mit eurem kleinen Ding und denkt dann, ich bin doch besser als das, eigentlich sollte ich die Firma leiten. Und während ihr das denkt, macht ihr diesen Job, wer macht den Job, das Unterbewusstsein, und was ist das Programm des Unterbewusstseins, du verdienst nichts. Also machst du Fehler. Wie viele von euch haben gehört, ihr seid so Durchschnittsschüler. Und dann macht ihr eine Prüfung und wenn ihr den Test zurück und dann sagt ihr, ich habe doch die Antwort auf diese Frage gewusst, warum habe ich was Falsches hingeschrieben? Denn die Aufgabe des Unterbewusstseins ist, die Realität des Programms zu erschaffen. Euer Leben reflektiert also nicht das, was ihr wollt, sondern das Programm, das ihr gekriegt habt. Also ein Weg heraus ist Bewusstsein und Bewusstheit, einfach Bewusstsein, dann spielt ihr die Kassette gar nicht. Ein zweiter Weg heraus, klinische Hypnotherapie. Denn das bringt euch in den gleichen Gehirnzustand, in dem ihr in der Lernperiode auch schon wart. Und dann könnt ihr ein neues Programm reinlegen und die Kassette überschreiben. Aber es gibt sogar einen noch besseren und einen noch schnelleren Weg. Es gibt eine Gruppe von neuen Psychologie-Modalitäten, das heißt Energiepsychologie. Es gibt viele verschiedene Versionen davon, zum Beispiel holographisches Neuprogrammieren, Bodytalk, EMDR, EFT. Also das, mit dem ich am vertrautesten bin, ist Psych K. Das schreibt sich PSYCH. -K. Und diese Programme sind so, als würde man auf dem Kassettenspieler die Aufnahmetaste drücken. Und diese Programme kann wirklich eine Überzeugung, die ihr euer Leben lang gehabt habt, in 15, 20 Minuten verändern. Viele davon wie Psych K, die bringen euch auch in einen Zustand des Superlearnings, also in den Zustand, in dem ihr als Kind wart. Ich werde nicht über diese Techniken und Modalitäten sprechen. Und auf meiner Website habe ich eine Liste von den meisten dieser Sachen. Und ihr könnt euch das dann irgendwas aussuchen und auf die entsprechende Website gehen und dort nachlesen. Jetzt möchte ich darüber sprechen, eure Gedanken gehen hinein und passen den Körper im Inneren so an. Aber jetzt möchte ich zeigen, wie eure Gedanken hinausgehen und euer Leben im Außen verändern und beeinflussen. Also das ist ein altes Bild einer neuen Technologie, MEG, Magnetoenzephalograph. Also beim EEG kommen da die Drähte und Elektroden ans Gehirn, an den Kopf und man liest das ab, die Energie. Beim MEG berührt diese Sonde den Kopf gar nicht. Man kann die Gehirnaktivität außerhalb des Kopfes messen. Es ist nicht magisch, es ist kein Zauberding. Wenn ein Nerv ein Signal trägt, dann ist das so wie ein elektrischer Draht. Es hat eine elektrische Komponente, das sind die schwarzen Pfeile, und diese elektrischen Komponenten können durch Elektroden an der Haut aufgenommen werden oder gemessen werden. Aber wenn ein Draht geladen ist, also eine Ladung hat, hat er auch ein magnetisches Feld rundherum. In der Physik nennt man das die Regel des rechten Daumens. Wenn mein Arm ein Draht ist und der Strom geht von da nach da, dann nehme ich meine rechte Hand und mein Daumen zeigt in die Richtung des Stromflusses, und meine Finger zeigen die Polarität des Magnetfeldes, das rundherum geht. Und das magnetische Feld geht durch die Haut durch. Eure Gedanken sind nicht in eurem Kopf nur drinnen.
Das ist ein Experiment aus, mit dem indischen Wissenschaftler Amit Goswami, der ist auch in dem Film What the Bleep. Also er ließ zwei Menschen meditieren, beide gemeinsam, und dann gibt er sie auseinander, 50 Fuß voneinander entfernt. Und bei einem der Menschen nimmt er so ein Licht wie eine Taschenlampe und lässt das schnell bei den Augen flickern. Und das macht ein evoziertes Potenzial, also dass im Gehirn sehr stark was abgefeuert wird. Also dieser eine hat das Licht gesehen und hat das evozierte Potenzial gesehen, und der andere, der 50 Fuß weg war, hatte genau zur gleichen Zeit die gleiche Reaktion im Gehirn, obwohl er das Licht gar nicht gesehen hat. So wie ich gestern gesagt habe, Menschen sind nicht Partikel, sondern Wellen. Und die Wellen verschränken sich miteinander, die sind verschränkt. Die Menschen, mit denen man sich verbindet, mit denen ist man verflochten, verschränkt. Und ihr kennt das, wenn ihr über jemanden sprecht oder an jemanden denkt, den ihr jahrelang nicht gesehen habt, und ich sage, ah, mein Freund John habe ich schon 10 Jahre nicht gesehen, dann läutet das Telefon und John ist. Oder ein Brief kommt in der Post. Habt ihr, die meisten von euch, schon sowas erlebt? Es ist so wie Placebo und Nocebo. Wenn ihr positive Gedanken von jemandem denkt, dann bemühen sich die Leute, mit euch in Kontakt zu kommen. Aber es funktioniert in beide Richtungen. Wenn ihr einen negativen Gedanken über jemanden habt, dann wird der andere, wo immer er ist, negativ über euch sprechen. Und da ist es wichtig zu erkennen, dass eure Gedanken und eure Beurteilungen nicht nur in euch sind, für euch, sondern verbunden sind mit den Menschen, denen sie zugeordnet sind. Und ihr wisst, dass wenn ihr die richtige Frequenz erreicht, dann kann so ein Kristallglas, ein Kelch explodieren, zerschellen. Also das ist die harmonische Resonanz oder, wie ich gestern gesagt habe, die konstruktive Interferenz. Und erinnert euch, wenn zwei Wellen phasengleich sind, erinnert euch, wie die zusammengekommen sind, sind sie größer, doppelt so groß geworden. Die Atome schwingen mit einer bestimmten Frequenz, und wenn ich eine Stimmgabel nehme mit der gleichen Frequenz, konstruktive Interferenz, dann drehen sich die Atome des Glases schneller und schneller, und schließlich explodiert das Glas. Ein Experiment: Wenn ich die Stimmgabel anschlage, was wird in diesem Bild passieren? Werden alle zerbrechen? Nur das. Warum? Der gleichen Frequenz. Andere Frequenz, das reagiert gar nicht drauf. Ihr seid mit eurem Gehirn wie eine Stimmgabel und ihr sendet die Frequenzen eurer Gedanken aus. Welches Glas wird auf eure Gedanken reagieren? Das, nämlich das, das harmonisch resonant mit euren Gedanken ist. Wenn ihr in Angst lebt, werdet ihr nicht den Dalai Lama aktivieren. Aber Scarface taucht vielleicht auf. Wenn ihr also Gedanken habt, dann aktiviert ihr und regt ihr mit euren Gedanken diese Dinge in der Welt an, die mit euren Gedanken verbunden sind. Wenn ein Dieb, der euch überfallen wird, versucht herauszufinden, welche Person er nun attackieren soll, von den verschiedenen Leuten, die so auf der Straße gehen, wer glaubt, er wird überfallen? Der sich am meisten fürchtet. Und der sich am meisten fürchtet, der wird ausgewählt werden, und dann braucht der überfällt, gar nicht viel machen, sondern der wird so erschrocken sein und schon alles hergeben. Und was für Einzelne funktioniert, ist natürlich noch viel mächtiger, wenn eine ganze Gruppe Menschen die gleichen Gedanken hat. Man kann keinen Krieg machen, wenn nicht genug Menschen bereit sind, einen Krieg zu machen. Und ich werde so einige Massensachen hier zeigen, und das ist eine Lotterie in New York City, ein Jahr nach dem 9. September nach 9/11. Also und zwar am 11. September 2002, am ersten Jahrestag nach dem Attentat, nach dem 11. September. Woran haben alle Menschen in New York an dem Tag gedacht? Die gewinnende Nummer war 911, weil wir kollektiv die Realität erschaffen. Als Greg und ich in Australien waren und diesen Wissenshüter der Mandäer trafen, und er sagte, durch ihre Techniken können sie eben durch ihre Praxis in die Zukunft auch schauen. Die wussten von Saddam Hussein und auch von George Bush. Und dann sagte er auch etwas von einem kommenden Krieg. Und Greg fragte, muss dieser Krieg geschehen? Und der Mann hatte dann ein sehr weises Lächeln und sagte, nein, wenn das Bewusstsein sich verändert, wird es keinen Krieg geben. Und der Punkt ist, wir erschaffen kollektiv unsere Realität, und wenn wir unsere Überzeugungen verändern, verändern wir auch die Welt. Und jetzt werde ich diesen Sprung machen, weil ich habe erwähnt, dass ich darüber sprechen wollte, wie ich spirituell wurde. Und ich möchte über Zellen sprechen.
Und ich möchte über zwei identische Zellen nehmen, sprechen. Ich habe jetzt die Leberzelle genommen, aber das könnte alles sein. Muskel, Gehirn. Aber alles, was ich wollte, waren zwei identische Zelltypen. Diese Zelle gehört Bruce. Das ist meine Leberzelle. Hallo. Keine zwei Menschen sind genau gleich. Und ich sage das aus einem einfachen Grund. Wenn ich meine Zellen nehme und die in euren Körper gebe, wird euer Immunsystem sagen, gehört nicht uns und wird die Zelle zerstören. Und wenn ich eure Zellen nehme und sie in meinen Körper gebe, wird mein Immunsystem sagen, gehört nicht mir, ist nicht selbst und wird die fremden Zellen zerstören. Die Zellen haben also Identität. Und ich frage mich, wo ist jetzt diese Identität, die eine Person anders macht als die andere? Deshalb habe ich zwei identische Zellen gewählt und das werde ich jetzt machen. Ich werde die Farbe entfernen von allem, das bei den zwei Zellen das gleiche ist. Und da, wo Farbe übrig bleibt, das zeigt, wo zwei Zellen sich unterscheiden. Also wo ist der Unterschied zwischen zwei Menschen? Auf der Oberfläche der Zelle sind Rezeptoren, so wie ich gestern gezeigt habe, bei den Schaltern. Und Rezeptoren sind Antennen. Und die Antennen an meiner Zelle, empfangen ein anderes Signal als die Antennen an Margarets Zelle. Aber wo sind die Antennen lokalisiert? Am äußeren Rand der Zelle, außen an der Zelle. Und wo kommt das Signal nun her, das die Antennen aktiviert? Aus dem Feld. Die haben auch Namen. Die Medizin studiert einen kleinen Teil dieser Zellen, denn sie wollen ja, dass Gewebe zusammenpasst, wenn sie Transplantationen machen. Und die Medizin nennt das die Identitätsrezeptoren. Was empfängt nun dieser Empfänger, dieser Rezeptor? Die Identität, das Signal. Und das Signal kommt von außen. Wenn ich also meine Identitätsrezeptoren wegnehme, dann habe ich keine Identität an der Zelle. Ich kann diese Zelle nehmen und die jedem implantieren und die wird nicht abgestoßen werden. Es ist eine Leberzelle, nicht die Leberzelle von irgendjemand Konkreten. Aber wenn ich die Rezeptoren von Margarets Zelle nehme und gebe die auf meine Zelle, wessen Zelle ist das? Denn wenn ich das jetzt in meinen Körper zurücktun würde, würde ich die abstoßen. Aber wenn ich meine Zelle mit ihren Rezeptoren in ihren Körper gebe, dann wird sie akzeptiert. Ich übertrage die Besitzerschaft, indem ich die Antennen übertrage und wechsle. Also ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass die Zellmembran lichtundurchlässig ist, dass kein Licht durchdringen kann. Ich lege die Zelle in weißes Licht. Welche Farbe wird da drin sein? Gar nichts. Ich gebe sie in weißes Licht, dunkel. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch vorstellt, dass die Identitätsrezeptoren so wie Sonnenbrillen sind. Welche Farbe wird dann in meine Zelle kommen? Welche Farbe? Grün. Und welche Farbe kommt in Margarets Zelle? Orange. Die wichtigste Frage nun, woher kommt die Farbe? From the outside. Und was ist das außen? Alles, was ist. Und warum ist das wichtig, wenn meine Zelle nur grün reinlässt und Margarets nur rot reinlässt, ist mein Grün von wo gekommen? Vom weißen Licht. Wo ist das Rot hergekommen? Vom weißen Licht. Und das Spirit des Ganzen kommt in euch und das ist anders als das beim anderen, der ein anderes Stück Spektrum kriegt. Hier ist also eine interessante Frage. Wenn ich die Zelle töte, verschwindet dann die grüne Frequenz aus dem weißen Licht? Nein. Das ist der Punkt. Der Punkt ist, die Identität ist von außen gekommen. Wenn der Körper stirbt, dann ist die Identität noch immer draußen. Wenn ein zukünftiges Embryo kommt mit den gleichen Identitätsrezeptoren, welches Programm, welche Sendung liest es dann? Die gleiche Sendung, die gleichen Wellen, die das hier gemacht haben. Ihr sterbt gar nicht, weil ihr gar nicht in euch drinnen seid. Ihr seid Teil des Ganzen. Daher seid ihr Teil dessen. Ihr könnt von dem gar nicht getrennt sein, denn ihr seid nur ein Segment von dem. Und als ich das verstand, wurde mir klar, dass ich in meiner Identität unsterblich bin. Weil die Identität und die Zellen, das ist nicht das Gleiche. Und ich war ganz aufgeregt, weil ich an das alles gar nicht glaubte, aber die Wissenschaft, das war so und hat sichergestellt und hat mir gezeigt, dass da was reinkommt, das in jedem Menschen anders ist und dennoch das Gleiche.
Vielleicht hatte ich damals einfach zu viel freie Zeit. Da habe ich meine Zellen gefragt, wenn ich bereits schon da draußen bin, warum brauche ich das hier? Und meine Zellen haben mir die Antwort gegeben. Meine Zellen sagten, wenn du nur ein Spirit bist, wie schmeckt Schokolade? Wenn du nur Spirit bist, wie sieht dann ein Sonnenuntergang aus? Wenn du nur ein Spirit bist, wie fühlt es sich an, verliebt zu sein? Und die Zellen wandeln das Außen, also das, was draußen ist, um in Gefühlsempfindungen. Und das geht wieder ans Gehirn und das sendet wieder Wellen aus und die verbinden uns wieder mit der Quelle. Und was ist das Wichtigste, was ich da lernte, war, das ist der Ort, das ist der Punkt, wo wir einfach fühlen und schmecken und riechen und unsere Sinneswahrnehmungen, Sinneseindrücke lieben und leben und genießen, solange wir es können. Und was passiert, wenn wir in Angst leben? Dann schließen wir alles zu und das Leben ist verschwendet. Und der Punkt ist, jede Person ist wie eine Frequenz des Lichts. Okay. In der Lichtbrechung, das weiße Licht tritt ein und das Spektrum kommt raus. Wenn ich das Spektrum hier wieder reindrücke, was kommt auf der anderen Seite raus? Weißes Licht. Aber jeder von uns ist wie eine Frequenz. Also stimmen wir ab in diesem Raum, Herr X, den mögen wir nicht. Und der Herr X wird rausgeworfen. Raus mit dir. So, weg ist er. Also der Herr X ist rausgeworfen. Ich nehme die übrig gebliebenen Frequenzen und gebe sie zurück durch das Prisma. Kriege ich dann weißes Licht? Wir als eine Gruppe wollen, dass das weiße Licht wieder auf den Planeten kommt. Und wir haben das weiße Licht an Menschen wie Jesus, Buddha und Mohammed gegeben. Aber die haben versucht, uns die Lektion beizubringen, dass wir das weiße Licht sind. Die Lektion, die wir nicht gelernt haben, ist, dass wir Zellen sind in einem größeren Ding namens Menschheit. Wir als Individuen entwickeln uns nicht, die Menschheit als ein kollektives Feld, also ein kollektiver Körper entwickelt sich. Wir müssen also anerkennen, dass jeder Mensch ein Stück von dem, was ist, und dass nur wir alle zusammen das weiße Licht bilden. Wir sind in einem Zustand in der Welt, wo wir ständig noch die Zellen abtöten. Und das ist kein Zufall, dass indem wir den Körper der Menschheit zerstören, dass Menschen, einzelne Menschen von diesen Autoimmunerkrankungen an Selbstzerstörung leiden. Denn die Schwingungen, die auf das Ganze wirken, erschaffen auch in uns das gleiche Muster. Okay, so, the mind. We'll talk about zum Geist. Also es gibt sowas wie ein Überbewusstsein, eine Quelle, ein Ort, wo die Rezeptoren gefüttert werden. Es gibt ein Unterbewusstsein, unsere Erfahrungen, unsere Instinkte. Die meisten Menschen leben ihr tägliches Leben und verwenden nur das Unterbewusstsein. Wenn ihr aber das Überbewusstsein mit dem Unterbewusstsein zusammen vermischt, das ist das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über das Selbst. Dann ist es, wenn ihr euer Bewusstsein nehmt und die Erfahrungen zusammen und das Leben erschafft, das ihr haben wollt, das anders sein kann als die Programmierungen im Unterbewusstsein. Und der Unterschied ist, das Überbewusstsein ist intuitiv. Wenn ihr Gedanken habt, ihr seid draußen in dem Feld, da nehmt ihr eure Information auf. Das Unterbewusstsein ist der Autopilot, das fährt das Auto, auch wenn ihr gar nicht darauf achtet. Und wie wir herausgefunden haben, 95% des Tages oder mehr operieren wir mit dem Autopiloten. Aber wenn ihr das obere und das untere zusammennehmt, dann fahrt ihr euer eigenes Auto, euer eigenes Gefährt. Als Schlussfolgerung also, was erschafft das Leben, das wir haben? Unsere Antwort ist Spirit, das Element aus dem Feld. Und der Einfluss von Spirit im Selbst ist der mentale Prozess. So the reality that we're experiencing right now is a combination of spiritual and mental activity. Und der Artikel heißt das mentale Universum. Und das ist von einem Physikprofessor einer großen Universität, berühmten Universität Johns Hopkins. Und statt den ganzen Artikel zu lesen, zeige ich euch die essentiellen Sätze am Ende dieses Papiers. Und da sagt der Professor, das Universum ist immateriell, es ist mental und spirituell, lebe und genieße. Und das bringt all die Arbeit zusammen, die Greg gesagt hat, das Physische, dann das Spirituelle und das Bewusstsein und die mentalen Sachen. Das fasst alles zusammen.
Und daher haben wir eine gute Nachricht aus der Wissenschaft. Wir können die Welt erschaffen, die wir wollen. Und das, was wir zu tun haben, ist, bewusst zu werden. Und dann wird der Himmel hier auf diesem Planeten sein. Danke vielmals. Thank you. Thank you very much. Thank you.